Also vielen Dank für die Lobpreisungen. Wobei man natürlich bei der letzten Lobpreisung der Summer School doch noch mal ein bisschen kontextualisieren muss. Also ich wurschtel da auch ein bisschen mit, aber das war und ist tatsächlich immer noch das Hauptwerk der wunderbaren und unglaublich engagierten Elisabeth Buhr. Also das an dieser Stelle nur noch mal als Korrektiv. Genau, das Thema des Vortrags, Moment, jetzt, wenn ich meine PowerPoint gestartet bekommen. Aber tatsächlich das Werk der Computational Humanities Group in Leipzig. Ihr könnt es sehen. Alles gut. Okay, genau. Und ja, ich lese jetzt nicht diesen etwas sperrigen Titel vor, sondern paraphrasiere ihn einfach noch mal kurz. Du hast es ja im Wesentlichen schon zusammengefasst. Es geht hier um Text Reuse Detection, und zwar für den Anwendungsfall Shakespeare. Also ich bin, wie du offensichtlich, wie du festgestellt hast, offensichtlich kein Historiker, habe, wenn überhaupt, einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund, dann am ehesten noch den eines Anglisten. Und deshalb bietet sich Shakespeare natürlich hier an. Und wir werden gleich sehen, Text Reuse bedeutet in der Literaturwissenschaft oder in der Anglistik sehr häufig ganz konkret Intertextualität. Ich bin sicher, dass auch die Historikerinnen schon mal was von Intertextualität gehört haben und vielleicht der Begriff auch dort eine gar nicht so unwesentliche Rolle spielt. Ich erlaube mir aber trotzdem an der Stelle noch mal eine kurze Folie, um Intertextualität zusammenzufassen und zu charakterisieren. Also im Wesentlichen geht man bei Intertextualität in der jüngeren Literatur- und Kulturtheorie davon aus, dass eigentlich alle literarischen Texte immer auch durch eine ja, reiche Tradition von vorausgehenden Texten, ja sogar ein gesamtes Ökosystem von bestehender Literatur beeinflusst sind. Ja, also das heißt, wenn heute jemand im Jahr, was heißt heute, also vor 20 Jahren jemand im Jahr 2000 in seinem Buch To See or Not to See schreibt, dann ist das ziemlich offensichtlich eine Referenz, vermutlich sogar eine direkte Referenz auf ein weiter zurückliegendes Werk, in dem Fall von William Shakespeare, auf den Hamlet und die bekannte Phrase To be or not to be. Und so vererbt sich im Prinzip Intertextualität, kann sich über verschiedene Werke durchvererben, kann auch größere Zeitsprünge machen. Und im Wesentlichen, also man könnte es nochmal leichter runterbrechen oder paraphrasieren, Intertextualität ist im Prinzip das Referenzieren, das Zitieren von bestehenden, von anderen Texten. Oder so zumindest meine recht pragmatische Auffassung. Natürlich gibt es da verschiedene Schulen, die da noch ein bisschen andere Sichtweisen drauf legen. Aber das ist die Grundidee, die sich aus meiner Sicht auch ganz gut anbietet, weil sie sich in dieser Einfachheit auch sehr gut mit computergestützten Methoden umsetzen lässt. Jetzt habe ich hier in diesem Beispiel, schon To be or not to be gerade gezeigt und das weist oder das deutet, führt schon mal zum Anwendungsfall hin, den ich heute hier ein bisschen näher beschreiben will, nämlich Shakespeare. Und erstmal an der Stelle vielleicht eine triviale Feststellung, dass Shakespeare sich tatsächlich überall findet, also Referenzen auf Shakespeare sich überall finden. Das ist in der Literatur mehrfach beschrieben und das Besondere ist, dass Shakespeare über alle zeitlichen Grenzen hinweg der vermutlich meist zitierte und damit auch meist wissenschaftlich untersuchte Autor aller Zeiten ist. Und das Besondere ist aus heutiger Perspektive, dass Shakespeare nicht nur in Literatur der letzten 400 Jahre, 400 Jahre auftaucht, sondern eben auch über alle Mediengrenzen hinweg in anderen modernen Kulturartefakten, also wie zum Beispiel Filmen und Serien, in Songs, in Computerspielen. Also das ist wirklich unglaublich, wo überall sich Referenzen auf das Werk Shakespeares finden. Irgendwie hängt hier meine Pfeiltaste heute, weshalb ich dazu tendiere, gleich mehrere Folien zu überspringen. Ich versuche mal, die zu lösen hier. Gut. Ja, also wie gesagt, Shakespeare findet sich überall, über alle Mediengrenzen hinweg. Und das Spannende ist, jetzt fragen Sie vielleicht, ja, okay, aber Filme, Musik, Computerspiele, wie soll man Shakespeare denn da identifizieren?
Das Praktische ist an diesen Medien, dass die alle irgendwie auch einen zumindest indirekten Textlayer haben. Also ich kann bei Filmen und Serien zum Beispiel mir die Untertitel oder Drehbücher mit Methoden der computergestützten Textanalyse angucken. Ich kann bei Songs mir die Lyrics aus irgendwelchen Lyrics-Databases runterladen. Und ich habe textuelle Beschreibungen von Videospielen, zum Beispiel anhand von Game Walkthroughs, also so Komplettlösungen oder irgendwelchen Gaming-Foren oder Wikis. Und all diese Daten kann man heranziehen, um computergestützt da Text-Reuse von Shakespeare-Zitaten zu suchen. Also das ist der Aufhänger. Und wenn man sich jetzt mal den Status quo computergestützter Intertextualitätsanalyse bei Shakespeare anguckt, dann ist das einigermaßen verwunderlich, weil es zwar sehr viele qualitative Arbeiten zu Shakespearean Intertextuality gibt, also wo einzelne Werke dann auf intertextuelle Aspekte untersucht wurden, aber bislang kaum computergestützte, quantitative empirische Ansätze. Das ist umso erstaunlicher. Also ich meine, Shakespeare ist eigentlich die Drosophila melanogaster der Digital Humanities. Also alles wird eigentlich erstmal an Shakespeare ausprobiert. Aber Intertextualitätsmethoden bislang noch kaum. Das heißt aber nicht, dass es nicht spannende Methoden geben würde für Text Reuse Detection oder für Intertextualität. Es gibt in der Tat sehr, sehr viele Methoden aus den Bereichen Information Retrieval und Natural Language Processing. Und in anderen Bereichen der Digital Humanities, also nicht der Shakespeare-Forschung, werden diese Methoden auch schon seit einigen Jahren sehr rege eingesetzt. Also zum Beispiel in der Altphilologie oder eben auch im Bereich Digital History, wie ja unter anderem auch zuletzt Thorsten und Kolleginnen demonstriert haben in ihrem wunderbaren Aufsatz. Ja, meine These wäre, also dass diese Lücke natürlich dringend gefüllt werden muss und dass vor allem Intertextualitätsanalysen, also die quantitative Identifikation von intertextuellen Referenzen, die im Falle von Shakespeare, wie ich gerade gesagt habe, ja wirklich allumfassend sind, aus meiner Sicht eigentlich eine Killer-Application für Distant Reading-Anwendungen sind. Also ich erspare mir jetzt in diesem Kontext eine Erläuterung des Begriffs Distant Reading versus Close Reading. Ich vermute, das dürfte allen hier bekannt sein. Also im Prinzip makroanalytische, quantitative Korpusanalysen, um intertextuelle Phänomene zu identifizieren. Und beispielhafte makroanalytische Fragestellungen für die Intertextualitätsforschung im Shakespeare-Bereich könnte etwa sein, was wird am häufigsten zitiert bei Shakespeare und wie sieht die diachrone Entwicklung aus? Also im Falle von Shakespeare ist das wirklich ziemlich spannend. Wir haben das mal an so kleinen Fallstudien gemacht. Da gibt es ein paar Dauerbrenner. Also To Be or Not to Be ist wirklich der All-Time-Favorite. Das wurde in allen Jahrhunderten gerne genommen und häufig zitiert. Man sieht aber auch, dass in verschiedenen Zeitabschnitten verschiedene Zitate jeweils ihre besonderen Konjunkturen haben und ihre Trends haben. Was vermutlich dann auch, ne, wieder so ein Häufungseffekt ist. Also wenn einer das dann zitiert, wird es vielleicht auch wieder von anderen rezipiert. Und das lässt sich sehr schön beobachten entlang der Zeitachse. Und das wäre sehr spannend, das einfach mal systematisch für die bekanntesten Shakespeare-Zitate herauszuarbeiten. Und die andere Frage, die ich sehr spannend fände, ist die nach typischen Strategien der intertextuellen Referenzierung. Also wie haben sich diese diachron, also ich habe jetzt hier immer Genre- und autorenspezifisch stehen, um quasi jenseits von Shakespeare so Distant Reading Intertextualitätsfragen aufzuzeigen. Aber wenn wir wieder auf Shakespeare gucken, dann könnte man tatsächlich auch gucken, wie werden Shakespeare-Quotes intertextuell aufgegriffen. Also ist das die einfachste Form der wortwörtlichen Zitate, also der Verbatim-Quotes, oder sind das einfach Paraphrasen oder vielleicht einfache syntaktische Umstellungen? Werden einzelne Wörter ausgewechselt, die vielleicht im Laufe der Zeit einen Bedeutungswandel erfahren haben, und so weiter und so fort? Also das meine ich mit Strategien der intertextuellen Referenzierung, die man auch sehr gut quantitativ vermessen könnte. Und den letzten Aspekt hatte ich ja gerade schon angedeutet. Also Beyond Books, jenseits von literarischer Produktion, könnte man sich über die genannten Untertitel, Songlyrics, Videospiel, Walkthroughs
natürlich auch ansehen, wie präsent und wie ausgeprägt Shakespeare in diesen neueren Medien ist. Und das auch wieder dann vergleichen, zum Beispiel mit klassischen Literaturformen. Ja, jetzt habe ich gesagt, dass das für mich im Prinzip eine Distant Reading Killer Application ist. Gleichzeitig muss man aber natürlich an der Stelle auch sagen, dass Distant Reading natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. Das schreibt Franco Moretti ja auch selbst in diesem wunderbaren Büchlein. Und ich habe hier mal das Zitat rausgegriffen. If you understand its integrity, you must accept losing something. Also das heißt, wenn wir solche Distant Reading-Verfahren auf der Makroebene anlegen, dann muss uns klar sein, dass uns dadurch natürlich auch was verloren geht, ne? Auf der Close-Reading-Ebene. Also wenn wir aus der Distanz dann abstrakte Patterns, in dem Fall dann intertextuelle Referenzen, schemenhaft in einem großen Literaturkorpus erkennen, dann entgeht uns natürlich der Detailblick, den wir vielleicht brauchen, um naja, vielleicht diese Strategien, die ich gerade beschrieben habe, genauer zu verstehen. Und wenn man jetzt nochmal guckt, was dieser Caveat, also diese Einschränkung des Distant Reading konkret für die Intertextualitätserkennung bedeutet, dann habe ich mich hier am eben schon erwähnten Aufsatz von Thorsten und Kolleginnen bedient, wo zunächst löblicherweise die Tugenden computerbasierter Ansätze beschrieben werden. Also es wird da geschrieben, dass offensichtlich der Computer in der Lage ist, Dinge zu tun, die Menschen nicht tun können, nämlich systematisch große Mengen an Text irgendwie durchsuchen und vergleichen, und zwar anhand irgendwelcher Ähnlichkeitsmerkmale, dass gleichzeitig aber der fundamentale Unterschied bei diesen Computeranalysen im Vergleich zu menschlichen Analysen sind, dass die Computer natürlich ja wirklich eigentlich nur einen Pattern-Abgleich machen. Ja? Also die verstehen die Texte nicht, das werden wir später auch nochmal sehen. Also das ist auch bei allen Fortschritten im Bereich künstlicher Intelligenz oder Deep Learning längst nicht der Fall, dass Computer auch nur die geringste Ahnung von dem haben, was sie da lesen oder was sie prozessieren. Also von verstehen kann hier in keinster Weise die Rede sein, da stimme ich vollkommen zu. Und in dem Aufsatz wird auch Silke Schwandt zitiert, die hier offensichtlich den Begriff der semantischen Blindheit geprägt hat, den ich sehr schön fand und den ich hier an dieser Stelle nochmal aufgreife. Also das heißt, wenn wir diese Distant Reading-Verfahren benutzen, können wir damit natürlich große Mengen an Text durchsuchen, aber wir werden semantische Feinheiten nicht ohne weiteres erkennen oder zumindest nicht mit standardisierten Text-Reuse-Verfahren. Also worauf ich so ein bisschen raus will, ist, dass Word-Embeddings ein Ansatz sind, den ich heute hier vorstellen möchte, der so ein bisschen in die Richtung gehen kann, die semantische Blindheit vielleicht etwas aufzuhellen. Aber wir werden gleich sehen. Also es ist natürlich trotzdem immer noch eine Maschine, die versucht, sich irgendwelchen semantischen Mustern anzunähern. Gucken wir uns vielleicht mal die Spannweiten von intertextuellen Phänomenen und auch die semantische Varianz an. Also ich habe hier mal eine Passage aus Shakespeare rausgegriffen, die bekannte Soliloquy, To be or not to be, wo unter anderem auch die sehr häufig zitierte Phrase A Sea of Troubles ganz am Ende vorkommt. Und wenn wir jetzt mal nach Sea of Troubles suchen, ich habe hier mal verschiedene Beispiele aus der World Web Datenbank der Kollegen aus dem DH Lab in Basel mitgebracht, dann sehen wir hier ganz unterschiedliche Varianten. Also das Originalquote ist Sea of Troubles und hier kommt zum Beispiel Sea of Trouble vor. Da würde ich jetzt noch sagen, da ist jetzt semantisch nicht wahnsinnig viel Variation los. Da wurde einfach Troubles zu Trouble gemacht. Also ein Buchstabe wird weggelassen. Das sollten eigentlich verschiedene Text-Reuse- oder Text-Similarity-Verfahren ganz gut erkennen können. Hier ein zweites Beispiel, Sea of Many Troubles. Ja, hier habe ich eine Einfügung, also ein Many wird hier eingeschoben. Aber auch das sollte machbar sein, dann trotzdem noch drumherum das Sea of Troubles zu erkennen.
Dann jetzt wird es schon ein bisschen spannender. Jetzt erfolgt hier ein Wortartenwechsel. Also Substantiv Trouble wird zu Troubles, hat aber immer noch denselben Wortstamm und sollte damit vermutlich auch gut erkennbar sein. Ähnlich wie bei Troubled Sea, also Sea of Troubles, Troubled Sea, also ähnlich wie Troubles Sea. Und das letzte Beispiel wird jetzt schon etwas spannender. Da heißt es nämlich, may so pass the waves of this troublesome world. Also das ist offensichtlich auch eine Shakespeare-Referenz, wenn man sich den weiteren Kontext anschaut. Aber spätestens hier ist es jetzt nicht mehr so ganz trivial, weil hier eine Allusion, eine semantische Paraphrase vorliegt. Also offensichtlich ist Waves ein Quasi-Synonym von Sea und Troubles wird zu Troublesome. Aber hier wird es jetzt schon schwierig für computerbasierte Ansätze, diese Varianz quasi noch automatisiert zu erkennen. Und als Zusammenfassung dieser Beispiele habe ich hier mal zusammengetragen, was auch unsere Erkenntnisse für den Bereich Shakespeare sind. Also da gibt es verschiedene Typen von objektiv erkennbaren Referenzen und viele davon sind, ich sage jetzt mal, einigermaßen trivial aus technischer Perspektive, weil es wirklich in den meisten Fällen verbatime Referenzen sind, die im einfachsten Fall ja mehr oder weniger durch den Abgleich einer Wortliste oder eines Lexikons identifiziert werden können. Also zum Beispiel Figurenreferenzen. Das ist im Falle von Shakespeare sehr, sehr praktisch, weil sehr viele Figuren von Shakespeare relativ eindeutige, also unique Namen haben. Also Shakespeare hat häufig darauf Wert gelegt, dass seine Hauptfiguren Namen haben, die es so vorher noch nicht gab, um die auch quasi erinnerbar zu machen und so einen unique Sales Point dann zu haben, damit viele Leute sich die Aufführungen anschauen und sich die gut merken können. Und das ist sehr praktisch, weil wenn man nach Romeo oder Macbeth oder Ophelia sucht, dann ist das eigentlich immer ziemlich eindeutig eine Referenz auf die originalen Hamlet-Figuren. Titelreferenzen, klar, die sind auch in den meisten Fällen ziemlich eindeutig und unique. Dann gibt es natürlich auch Referenzen auf den Autor selbst, also auf Shakespeare als Autor mit eine ganze Menge von Schreibweisen. Also Shakespeare wurde im Laufe der Zeit immer wieder unterschiedlich geschrieben. Man ist sich auch bis heute nicht ganz sicher, wie man Shakespeare eigentlich damals geschrieben hat. Und von dem her gibt es da viele orthografische Varianten und natürlich auch Paraphrasierungen. Also Shakespeare wird auch sehr gerne oder wird auch sehr oft als The Eternal Bard zum Beispiel bezeichnet. Dann gibt es natürlich wörtliche Zitate, also verbatim Quotes, die genau so dann auftauchen und die häufig dann wirklich auch als wörtliche Zitate, zum Beispiel durch Quotation Marks, markiert sind. Und dann gibt es aber eben noch den großen Bereich der, ich nenne es jetzt mal, abgeänderten Zitate, also die nicht mit so Standard Textsuche oder Textähnlichkeitsverfahren identifizierbar sind. Und das sind eben all die Zitate, bei denen irgendwas abgeändert wird, bei denen was rausgelassen wird, bei denen was eingefügt wird, bei denen vielleicht was ersetzt wird, bei denen die Wortstellung vielleicht vertauscht wird oder wie beim letzten Beispiel mit den Waves und der Troublesome World, komplexere Paraphrasen, semantische Paraphrasen und Allusionen, also semantische Varianten eines Zitats. Und an der Stelle möchte ich jetzt Word Embeddings vorschlagen, weil das ein recht aktueller Ansatz im Natural Language Processing ist, der so ein bisschen diesen Problemen semantischer Varianten entgegenkommen kann. Also ich sage nicht, dass alle diese Herausforderungen von Word Embeddings problemlos gelöst werden, aber es scheint mir doch sehr vielversprechend. Ich möchte auf den nächsten Folien ganz kurz, also um Sie alle abzuholen und sicherzustellen, dass wir alle auf einem Level sind, nochmal ganz kurz zusammenfassen, was man unter Word Embeddings versteht oder wie die grundlegend funktionieren. Und ich habe hier dieses Beispiel aus einem wunderbaren Blogartikel von Noah Bubenhofer entnommen, der aus meiner Sicht sehr gut und sehr allgemeinverständlich, wenig technisch die Funktionsweise aus Perspektive eines Linguisten von Word Embeddings zusammenfasst. Also das heißt, dieses Beispiel hier finden Sie auch
hier auf diesem wunderbaren Blogpost von Noah Bubenhofer. Und wenn Sie sich da noch weiter informieren wollen, kann ich Ihnen nur raten, sich das mal in Ruhe durchzulesen. Ja, grundlegend ist die Idee von Word Embeddings durch die Idee von Kollokationen inspiriert. Und ganz häufig wird im Kontext von Word Embeddings auch hier dieser Klassiker des Linguisten John Rupert Furse bemüht, der gesagt hat, der geschrieben hat, you shall know a word by the company it keeps. Also Wörter sind wesentlich dadurch charakterisiert, durch die Wörter, die umgeben. Also soweit plausibel erstmal. Und auf dieser Feststellung basiert eben ganz grundlegend das Konzept der Kollokation. Ne? Also welche Wörter kommen zusammen mit anderen Wörtern vor und wie lässt sich daraus quasi etwas über die Bedeutung von Wörtern aussagen. Und diese Idee von Kollokationsanalysen findet sich hier eigentlich auch in den Word Embeddings wieder. Und dieses einfache Beispiel aus Noah Bubenhofers Blogpost zeigt es eigentlich sehr schön. Ich habe hier mal, oder wir haben hier mal zwei Wörter, die Wörter Tür und Brot. Und das hier ist im Prinzip ein Kollokationsprofil für vier andere Wörter. Also wir sehen hier, wie häufig Tür und Brot jeweils mit den Wörtern Haus, Tisch, Essen und Öffnen vorkommt. Also das sind fiktive Werte. Hier wurde ein fiktives Korpus analysiert. Aber das, was hier zu sehen ist, ist, denke ich, einigermaßen plausibel. Man sieht hier nämlich zum Beispiel, dass das Wort Tür höhere Kollokationswerte für die Wörter Haus und Öffnen hat, als für die Wörter Tisch und Essen. Ja? Also ist vermutlich naheliegend, dass Tür öfter in Satzkontexten mit Häusern und dem Verb öffnen vorkommt, als mit Tischen und Essen. Und dass umgekehrt das Wort Brot häufiger mit den Wörtern Tisch und Essen vorkommt. Und das ist eigentlich die Grundidee von Word Embeddings, also dass man quasi diese Einbettungen von Wörtern in den Kontext anderer Wörter als so einen Wortvektor repräsentiert. Also im Prinzip eine Zeile hier, ich hätte hier einen Wortvektor für das Wort Tür und einen Wortvektor für das Wort Brot. Und natürlich sind die noch viel, viel länger, also für potenziell alle anderen Wörter, mit denen dieses Wort überhaupt vorkommt oder potenziell, um die vergleichbar zu machen, mit allen Wörtern, die in einem Korpus überhaupt vorkommen. Und dann kann ich hier eintragen, wie oft die einzelnen Wörter mit den anderen Wörtern vorkommen. Und damit das Ganze ein bisschen mehr wie Vektoren aussieht, machen wir jetzt mal noch eine Übertragung in ein Koordinatensystem. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, dass ich hier jetzt zwei Dimensionen, also zwei Felder aus diesem Vektor exemplarisch auswähle, ganz einfach, weil man mehr als zwei Dimensionen nicht besonders gut visualisieren kann. Also ich denke, das leuchtet ein. Ich könnte jetzt vielleicht noch mit Mühe und Not Essen dazu nehmen und hier eine dritte Dimension nach hinten zeichnen. Aber alles, was über drei Dimensionen geht, ist eigentlich nicht für Menschen visualisierbar. Sie müssen aber an der Stelle eigentlich nur verstehen, dass man beliebig dimensionale Räume, Vektorräume aufspannen kann. Wie gesagt, aus Gründen der Visualisierung greifen wir jetzt hier mal zwei Features raus, haben zwei Dimensionen, also hier die Hausdimension und hier die Tischdimension. Und wir können jetzt hier einfach unser Wort Tür eintragen und Tür kommt eben, wie Sie hier oben sehen, 20 Mal mit Haus vor und 5 Mal mit Tisch vor. Und dann kann ich hier diesen Vektor einzeichnen. Das Gleiche kann ich für Tisch machen. Tisch kommt 10 Mal mit dem Wort, Brot kommt 10 Mal mit dem Wort Haus vor und 25 Mal mit dem Wort Tisch. Und dementsprechend schaut dieser Vektor hier ganz anders aus als der Türvektor. Macht auch Sinn, ne? Also die schauen anders aus, die Vektoren, weil sie eben andere Wortkontexte haben, andere Kollokationen haben. Und für jedes Wort, das ich jetzt hier zusätzlich in meinem Vektor habe, könnte ich eine zusätzliche Dimension anlegen und quasi den Vektor noch detaillierter und aussagekräftiger gestalten. Und was ich jetzt mit diesen Vektoren machen kann, ist, dass ich mit Abstandsmaßen die Ähnlichkeit von zwei Vektoren berechnen kann. Und das funktioniert für einen zweidimensionalen Raum genauso gut wie für einen
hundertdimensionalen Rahmen. Ne? Also diesen Abstandsmaßen, zum Beispiel euklidische Distanz oder Kosinusdistanz, ist das vollkommen egal, ob das 2, 3 oder 100 Dimensionen sind. In unserem Fall sehen wir jetzt halt hier nur die 2 Dimensionen. Und wir sehen hier schon auf einen Blick, dass diese Vektoren offensichtlich eine gewisse Unähnlichkeit haben. Je näher diese Vektoren aufeinander liegen, desto ähnlicher sind sie sich. Also wenn ich jetzt hier noch ein anderes Lebensmittel, Butter zum Beispiel eintragen würde, dann wäre vermutlich der Buttervektor jetzt nicht genau auf dem Brotvektor, aber auch irgendwie hier so in der Nähe und wäre näher am Brotvektor als am Türvektor, weil auch der Buttervektor vermutlich öfter mit dem Wort Tisch und auch mit dem Wort Essen vorkommt. Und das ist die Grundidee von Word Embeddings, also dass man den Satzkontext in solchen Kollokationsreihen, die man dann als Vektoren abbildet, dokumentiert und mit denen dann eben Ähnlichkeitsvergleiche machen kann. Nochmal zum Stichwort semantische Blindheit. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass das nicht stimmt und dass der Computer irgendwie irgendetwas versteht. Das tut er nämlich tatsächlich nicht. Und das wird durch dieses Beispiel nochmal sehr deutlich. Also wenn wir uns hier mal für das Wort Coffee das Embedding für 50 Dimensionen mit dem Number-Batch-Embedding ansehen, dann ist das, was der Computer hier tatsächlich sieht. Ne? Also 50 Zahlenwerte, die irgendwie einen Konkurrenzwert angeben. Was aber spannend ist und was vielleicht nochmal so ein bisschen die Funktionsweise von Word Embeddings illustriert ist, wenn man jetzt diesen Coffee-Vektor und vielleicht auch ein paar andere Wortvektoren mal nebeneinander legt und die so grafisch visualisiert. Und Sie sehen jetzt hier, also das sind 50 Dimensionen. Ja, hier oben sehen Sie die konkreten Werte für Coffee. Und die Farben bedeuten hier quasi eine stärkere oder schwächere Aktivierung dieser Dimension für dieses Wort. Also einen höheren oder niedrigeren Wert für dieses Wort. Und je heller, also je gelber oder grüner so ein Kästchen ist, desto stärker ist es aktiviert. Je dunkler, also blau-violetter, desto weniger stark ist es aktiviert. Und was man jetzt hier sieht, also schauen Sie sich mal diese 4 Wörter an. Wir haben hier Coffee, Tea, Sail und Boat. Und vermutlich haben Sie eine Intuition, wo man hier eine höhere semantische Ähnlichkeit vermuten würde. Also offensichtlich bei den beiden Getränken, Coffee und Tea und Sail und Boat, also 2 Begriffe aus der Welt der Seefahrt. Und tatsächlich, wenn man sich diese einzelnen Vektoren hier mal ansieht, sieht man das visuell auch, also als Mensch so einigermaßen. Also wir sehen hier, dass Coffee und Tea hier in denselben Dimensionen eine stärkere Aktivierung hat. Also zum Beispiel hier in der 14. Dimension, auch hier in der 10. Dimension und hier hinten auch nochmal eine etwas stärkere Aktivierung. Und genauso sieht man, dass Sail und Boat in anderen Dimensionen eine stärkere gemeinsame Aktivierung haben. Ne? Und das ist hier der wesentliche Punkt, also dass quasi ähnliche, semantisch ähnliche Wörter in ähnlichen Dimensionen eine vergleichbar starke Aktivierung haben und sich dadurch, also das ist jetzt nicht exakt gleich Sail und Boat, was Sie hier sehen, aber es ist doch, und ich denke auch visuell, ähnlicher als die Vektoren von Tea und von Coffee. Und gleichzeitig sieht man auch bei Coffee und Tea, dass die hier visuell eingefärbt ähnlicher sind als für Sail und Boat. Na, also das nur noch mal, um das mal in ein etwas höherdimensionales und größeres Kontextbeispiel zu übertragen. Ja, es gab im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr viel Entwicklung im Bereich Word Embeddings. Es gibt eine große methodische Vielfalt und damit auch die Qual der Wahl, welches Embedding man hier wählt. Man kann ganz grob unterscheiden zwischen Document Embeddings und Token Embeddings, die auch wieder auf unterschiedliche, teilweise hybride Art generiert werden können. Bei Token Embeddings gibt es nochmal die große Unterscheidung kontextueller Embeddings und statischer Embeddings. Und die ich jetzt hier konkret aufgeführt habe, sind längst nicht alle, die es gibt. Das sind aber die, die wir in unserem Framework, das ich gleich vorstellen möchte,
zunächst mal umgesetzt haben. Es stellt sich aber methodisch erstmal die Frage, welches Embedding benutze ich für meine Analyse? Und damit ist es noch nicht getan, weil Sie für solche Embedding-basierten Text-Views-Verfahren nicht nur Embeddings brauchen, sondern auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel eben ein Ähnlichkeitsmaß, das dann die Ähnlichkeit zwischen den Vektoren misst. Sie brauchen eine Alignment-Funktion, um bestimmte Textausschnitte aufeinander abzubilden. Und Sie brauchen noch andere NLP-Tricks, wie zum Beispiel eine Part-of-Speech-Gewichtung. Und damit sind wir beim Thema Shakespeare in the Victorian Age. Also spätestens jetzt haben Sie hoffentlich dieses lustige Wortspiel unseres Tools The Victorian verstanden. Also Victorian soll tatsächlich eben verschiedene Word-Embeddings-basierte Ansätze umsetzen und kombiniert mit weiteren NLP-Verfahren, um konkrete Shakespeare-Zitate in beliebigen Corpora auffindbar zu machen. Und das Ziel des Victorian ist, die Erprobung unterschiedlicher Embeddings und NLP-Parameter, um ja so ein bisschen zu verstehen, welches Embedding in Kombination mit welchem anderen NLP-Parameter sich wie auf die Ergebnisse die Ergebnisliste auswirkt. Ne? Also die produzieren halt unterschiedliche Gewichtungen, unterschiedliche Ergebnisse und die können teilweise sehr stark unterschiedlich sein. Das Ziel des Victorian ist es eben, diese ganzen Embeddings, die so konkurrierend nebeneinander stehen, so ein bisschen ja, transparenter zu machen und deren konkrete Auswirkungen eben auf Shakespearean Intertextuality und potenziell andere intertextuelle Fragestellungen zu untersuchen. Das hier ist, ich habe jetzt mal den Victorian 1.0 genannt, dazu gibt es auch schon ein, zwei Publikationen. Und wir haben zunächst den Victorian erstmal mit zwei Embeddings und ein paar Standardparametern wirklich als so eine Suchmaschine umgesetzt. Ne? Also wo Sie hier oben dann wirklich Ihre Query, also Ihr Quote, to be or not to be oder was auch immer eingeben können und dann hier an verschiedenen Parametern schrauben können, um dann eine gerankte Ergebnisliste rauszukriegen. Und das Ziel war wirklich hier zusammen mit Kolleginnen aus der Literaturwissenschaft hier verschiedene Konstellationen erstmal zu erproben, um eben zu sehen, wie sich die auf die automatisch produzierten Text-Reuse-Ergebnisse auswirken. Zwischenzeitlich haben wir, oder hat vor allem Bernhard Liebel, dem ich an der Stelle ganz herzlich danken möchte, den Victorian nochmal enorm weiterentwickelt und hat neben dieser grafischen Benutzeroberfläche jetzt auch eine vollständige Python-API darum herum entwickelt. Und was wir gerade machen, ist, dass wir tatsächlich auch diese Python-API in einem interaktiven Jupyter-Notebook in Form eines Executable Papers dokumentieren. Also das Paper befindet sich gerade im Review und soll, wenn es denn angenommen wird, demonstrieren, wie verschiedene Embeddings dieser Victorian API dann tatsächlich eingesetzt werden können. Und auch in diesem Executable Paper haben wir wieder so eine GUI-Abstraktion. Also man kann in dem Executable Paper dann einerseits direkt den Code manipulieren, kann aber auch, wenn man das nicht will, weiterhin die Einstellungen hier über so eine grafische Benutzeroberfläche umsetzen. Und weiterhin ein großer Fortschritt dieses Victorian 2.0 ist, dass wir hier jetzt auch wesentlich mehr Embeddings implementiert haben. Also im Prinzip alle die Embeddings, die ich Ihnen vor einigen Minuten auf dieser Übersichtsgrafik gezeigt habe. Ja, was kommt jetzt raus, wenn man diesen Victorian benutzt? Ich habe Ihnen hier mal ein einfaches Beispiel mitgebracht. Also diese Quote hier, if you prick us, do we not bleed, ist aus dem Kaufmann von Venedig übernommen. Und das Korpus, das wir jetzt hier zu Übungszwecken aufgebaut haben, besteht im Wesentlichen aus verschiedenen Fantasy-Romanen, weil da besonders viel Shakespeare vorkommt und auch aus verschiedenen Untertiteln und Drehbüchern von Fantasy- und Science-Fiction-Serien und Filmen. Und wenn wir jetzt suchen, dann kriegen wir mit dieser Standardkonfiguration diese Ergebnisse. Also erstes Ergebnis, 100%
wir finden das Quote direkt im Shakespeare-Kaufmann von Venedig. Also das ist jetzt erstmal trivial, aber das ist auch gleichzeitig so ein bisschen ein Sanity-Check. Also es wird die Original-Quote mit einem Score von 100% im ursprünglichen Shakespeare-Text gefunden. Das ist sehr gut. Das heißt nämlich, das funktioniert schon mal ganz grundlegend. Dann haben wir an zweiter Stelle nochmal einen 100%-Treffer. Da wird nämlich verbatim dieser Satz, if you prick us, do we not bleed, in einem Buch von Christopher Moore namens The Serpent of Venice aufgegriffen. Ja, also Serpent of Venice, Merchant of Venice. Allein der Titel ist offensichtlich schon eine Referenz und man kann hier davon ausgehen, dass hier wirklich auch verbatim dieses Zitat referenziert wurde. Dann finden wir mit einem etwas niedrigeren Score, weil es eben kein wortwörtliches Zitat ist, den Satz, if you tickle us, do we not laugh? Ja, also wir sehen hier, an welchen Stellen quasi hier keine 100% Übereinstimmung besteht, nämlich bei tickle, also statt tickle, statt prick steht hier tickle. Das ist auch keine semantische Variante unbedingt von prick. Und genauso wenig ist bleed eine semantische Variante von laugh. Deswegen wird es hier mit einem niedrigeren Score eingestuft und der Gesamtscore ist dann 88,3%. Es scheint mir aber immer noch ein guter Treffer zu sein, weil das einfach der Folgesatz wiederum im Original Merchant of Venice ist. Also if you prick us, do we not bleed? Und dann wird diese Reihe quasi fortgeführt. If you tickle us, do we not laugh? Also ist aus meiner Sicht eine eindeutige textuelle Referenz und dass die hier mit einem relativ hohen Score erkannt wurde, finde ich schon mal gut. Schauen wir weiter. Mit einem noch etwas niedrigeren Score haben wir hier einen Treffer aus Star Trek und der Androide Data sagt hier, if you prick me, do I not leak? Also das finde ich ein besonders schönes Beispiel. Also das Personalpronomen we wird hier durch I ersetzt, fällt aber nicht so besonders stark ins Gewicht. Und hier hat man zumindest, das ist zwar keine semantische Variante, aber man hat immerhin eine phonetische Variante, die zwar hier der Ehrlichkeit halber nicht erkannt wird, aber die nochmal ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass hier eine intertextuelle Referenz vorliegt, also leak und bleed, und dass ein Roboter eher leckt als blutet und irgendwelche Roboterflüssigkeiten verliert, scheint mir auch soweit einleuchtend. Und jetzt wird es spannend, weil wir jetzt langsam in einen Bereich der Ergebnisliste kommen, wo die Scores deutlich niedriger sind, also 72,7. Und wo offensichtlich das, was jetzt hier erkannt wurde, auch nicht wirklich eine intertextuelle Referenz ist. Also if you stand, you could start to bleed. Ja, also if und bleed kommt hier zwar vor. Und start könnte man irgendwie als Variante von do sehen, weil es irgendwie dieselbe Wortart ist. Aber ich denke, es ist ziemlich eindeutig, dass das hier einfach nur ein random Satz ist, wo ein paar gleichzeitige Wörter vorkommen. Also das heißt, an der Stelle könnte man jetzt versucht sein und sagen, okay, ab 72,7 kommt anscheinend nur noch Quatsch, kommen nur noch False Positives. Das heißt, wir könnten jetzt hier vielleicht irgendwie den Sack zumachen und einfach sagen, dass alles, was unter 80% Accuracy ist, hier einfach aussortiert wird. Wenn man dann aber noch weiter schaut, dann kommt nach diesem False Positive mit einem geringfügig niedrigeren Wert nochmal ein anderer Satz, nämlich if you count them, are they not two? Was auch wieder in diesem Serpent of Venice vorkommt und was in dem Fall wieder als Referenz gesehen werden kann. Also, was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass solche Verfahren immer auch Beifang mitliefern, also auch False Positives, nicht nur echte Treffer. Und dass es nicht so ganz schwierig ist, die exakte Grenze zu finden, wo True Positives aufhören und False Positives anfangen. Und das ist im Wesentlichen jetzt gerade die große Herausforderung, die sich uns stellt, nämlich die Konfiguration von Word Embeddings, also Sie haben gesehen, man kann da an vielen Schrauben und Parametern drehen, die Konfiguration finden, welche die True Positives, also die echten Zitate, möglichst hoch bewertet und die False Positives möglichst niedrig bewertet, dass man die an irgendeiner Grenze möglichst eindeutig
auseinanderklamüsern kann. Also Unterscheidbarkeit von echten Präferenzen und von fehlerhaft erkannten Referenzen ist hier eigentlich das wesentliche Ziel, das sich uns stellt. Und deswegen ist der nächste große Schritt, den wir jetzt unternehmen, gerade eine groß angelegte Evaluationsstudie. Wir haben uns hier eine Ground Truth aufgebaut, eine relativ kleine, weil es gar nicht so leicht ist, solche eindeutigen Shakespeare-Referenzen zu finden. Wir haben uns hier wieder bei den Kollegen in Basel aus dem World Web-Projekt bedient und haben insgesamt 100 Shakespeare-Zitate aus 20 unterschiedlichen Stücken hier uns rausgezogen. Und also Sie sehen hier, to be or not to be kommt 9-mal vor, my kingdom for a horse kommt 8-mal vor und so fort. Unsere Ground Truths, hier mal ein kleiner Ausschnitt, wie das aussieht, also zum Beispiel für to be or not to be, haben wir die Beispiele so ausgewählt, dass das jeweils, also dass da jeweils unterschiedliche Quotation Strategies am Werk sind. Also wir haben jetzt nicht irgendwie 5 Quotes ausgewählt, wo wortwörtlich to be or not to be vorkommt oder wo be durch ein anderes Verb ersetzt wird, to see or not to see oder to marry or not to marry, sondern wir haben lauter unterschiedliche Beispiele ausgewählt, um eben die ganze Spannbreite von unterschiedlichen Quotation Strategies abzudecken. Oder was heißt die ganze? Eine möglichst große Spannbreite. Also hier hat man zum Beispiel not to be when you have been, also eine Einfügung, to be named or not to be named, also hier eine Einfügung und eine etwas syntaktische Umstellung, hier nur eine Einfügung und to marry or not to marry wäre tatsächlich der Fall, wo eben das Verb variiert wurde. Und ja, mit dieser Ground Truth können wir jetzt eben unsere verschiedenen Embeddings evaluieren, können schauen, welche Kombination von Embedding und NLP-Parameter bringt die True Positives, die wir in unserer Ground Truth kennen, möglichst weit nach oben und sortiert alles andere, was kein Treffer ist, eindeutig nach unten. Und wir haben das bisher nicht systematisch gemacht, sondern nur mal für ein paar einzelne Embeddings und einzelne Quotes. Aber schon jetzt wird ziemlich deutlich, dass man nicht sagen kann, one size fits all, sondern dass eben unterschiedliche Zitatengruppen oder, ich sag mal, Quotation Strategies jeweils von unterschiedlichen Embeddings und NLP-Konfigurationen unterschiedlich gut erkannt werden. Das mag jetzt erstmal trivial erscheinen, diese Erkenntnis, aber es ist tatsächlich ganz interessant, weil es eben heißt, es gibt nicht das eine Traum-Word- oder Document-Embedding, das alle Probleme löst, sondern das heißt tatsächlich, dass man für unterschiedliche Arten von Quotations vielleicht tatsächlich unterschiedliche Embedding-Konfigurationen benutzen muss. Was wiederum heißt, dass man vielleicht verschiedene aufeinander aufbauende Text-Reuse-Verfahren dann später in der Korpusanalyse anlegen muss. Eine weitere Erkenntnis jetzt gerade ist auch interessant, dass die Wahl unterschiedlicher Embeddings sich schon so ein bisschen auswirkt, also vor allem auch je nach Anwendungsfall, dass aber andere Parameter, die jetzt nichts mit Embeddings zu tun haben, zum Beispiel die Part-of-Speech-Gewichtung, die wir auch vornehmen, sich wesentlich stärker auf die Qualität und auf die Accuracy auswirkt. Also Part-of-Speech-Gewichtung ist ein Parameter, den wir eingebaut haben, der so ein bisschen berücksichtigt, dass die Wortarten des Original-Quotes auch so in der Referenz auftauchen. Also im Falle von A Sea of Troubles, dass Sea und Troubles, also das sind zwei Substantive, dass in der Paraphrase auch irgendwie Sachen, wo Sea und Trouble vorkommt, irgendwie höher gewichtet werden. Und also vor allem bei längeren Zitaten haben wir festgestellt, also die nicht nur aus 2 oder 3 Wörtern bestehen, haben wir festgestellt, dass diese Part-of-Speech-Gewichtung sich relativ stark auf die Qualität auswirkt. Was auch, wenn man sich die konkreten Beispiele anschaut, eigentlich fast immer gut nachvollziehbar ist. Ja, wie geht es weiter? Also wir planen aktuell eine systematische Ablationsstudie. Also Ablationsstudie bedeutet, dass wir wirklich alle Parameter quasi einmal über Kreuz miteinander
ausprobieren wollen und quasi alle möglichen Konfigurationen, also Embedding X mit Alignment Y, mit einem Part of Speech Weighting von 0,2 und dann eben schauen, wie sich es auf die Ergebnisse unserer Ground Truths auswirkt. Und das wollen wir, wie gesagt, systematisch für alle möglichen Kombinationen machen, um dann für unseren Anwendungsfall Shakespeare vielleicht mal einen ersten Hinweis auf die beste Konfiguration zu finden. Und im nächsten Schritt soll natürlich diese Konfiguration dann auf, also quasi in the wild, auf verschiedene Corpora von Literatur, Songtexten und Untertiteln angewandt werden, um dort dann hoffentlich im großen Stile Shakespeare-Referenzen zutage zu fördern. Noch eine Erkenntnis, die vermutlich auch schon andere, die solche Text-to-Use-Verfahren mal benutzt haben, erlangt haben, die ich aber bestätigen kann. Selbst die beste Konfiguration von Embeddings und anderen NLP-Parametern wird vermutlich immer nur Vorschläge machen können, also was eventuell eine interessante Stelle für eine intertextuelle Referenz sein könnte, die man vermutlich in allen Fällen immer noch mal manuell prüfen muss. Deswegen habe ich jetzt hier noch mal ein bisschen revidiert, so von der Killer-Application Distant Reading vielleicht doch eher hin zum Scalable Reading, also zu einer Kombination aus Close und Distant Reading, was auch immer noch ein vollkommen legitimes Vorgehen und ein großer Fortschritt zur aktuellen ausschließlich qualitativen Intertextualitätsforschung ist. Ne? Also wenn ich ein intelligentes Text-Reuse-Verfahren mir eine Liste von Vorschlägen produzieren lasse, die ich dann noch manuell nachchecke, geht das wesentlich schneller und effizienter, als wenn ich 1000 Bücher von vorne bis hinten selber durchlesen muss und mir mit Textmarker dann potenzielle Referenzen rausstreiche. Ja, das langfristige Ziel soll dann sein, dass mit jeder Prüfung, also mit jeder manuellen Überprüfung von den Treffern, auch eine iterative Verbesserung des Ansatzes vorgenommen wird. Also dass je mehr Trainingsdaten man generiert, desto besser vielleicht auch irgendwie die Embeddings dann funktionieren und angepasst werden können. Und die Hoffnung, also für die quasi außerhalb unseres Vorhabens, der Shakespeare-Intertextualität, ist natürlich, dass man auch Erkenntnisse aus unserem Anwendungskontext dann vielleicht auf andere Bereiche übertragen kann. Aber, wie gesagt, ich habe hier wirklich bewusst Hoffnung hingeschrieben, weil es jetzt gerade so ausschaut, dass das wirklich sehr spezifisch für unterschiedliche Fälle von Intertextualitätsstrategien und auch Autoren und Genres jeweils sehr unterschiedliche Muster produziert werden und die dementsprechend unterschiedliche Ansätze erfordern. Was mich zur letzten Folie bringt und nochmal zum Ausprobiercharakter dieser Vectorian-Plattform. Also nicht umsonst sind da unterschiedlichste Embeddings und NLP-Varianten eingebaut, eben weil es nicht das Allheilmittel für alle Anwendungsgebiete gibt und weil wir mit dem Vectorian tatsächlich der Community auch eine Möglichkeit geben werden, ihre eigenen Anwendungsfälle auszuprobieren. Und was jetzt spätestens im Vectorian 2.0 dann quasi bereitgestellt ist, sind eben mehrere verschiedene Embeddings, die auch über eine API eben benutzt werden können und die Sie gerne auch für Ihre jeweiligen Intertextualitäts- oder Text-Reuse-Anwendungsgebiete mal ausprobieren können. Wir haben auch diese oder wir sind gerade dabei, auch diese Evaluationsstudie zu dokumentieren, also wie man das systematisch aufzieht, wenn man eine Ground Truth hat, dass man diese verschiedenen Embeddings dann systematisch gegeneinander evaluiert. Und ja, wir hoffen mit diesen Ressourcen und mit diesen Anleitungen der Community ja ein neues Tool, ein neues Werkzeug, eine neue Ressource an die Hand geben zu können, um einfach selber noch stärker diese Text-Reuse-Verfahren und vor allem eben die Rolle von Embeddings in diesen Verfahren für Ihre Anwendungsgebiete auszuprobieren. Damit bin ich am Ende des Vortrags. Ich habe hier nochmal die Referenzen zusammengefasst und würde jetzt den Vortragsmodus stoppen.